So, willkommen zum Talk an der Theke mit Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Friedenspolitikerin, und Sonja Vukovic, Bestsellerautorin von Christiane F. und Stifterin der Gründerin der Stiftung Christiane F. So ist richtig. Willkommen an der Theke hier im Club der politischen Versager. Ja. Sucht, Sonja, ist dein Thema. Krieg und Frieden ist dein Thema, Agnieszka. Was euch beide eint auf den ersten Blick, ist, dass ihr sehr viele digitale Medien nutzt. Twitter, Facebook sind sozusagen eingeschrieben. Ich glaube, habt ihr euch schon gegenseitig auf Twitter geaddet? Sagt man eigentlich adden bei Twitter? Nee, überhaupt nicht. Oh, das weia. Ist followen. Followen. Und haben wir gemacht, ja. Gleich natürlich gelöst, in ja. akribischer Vorbereitung auf diese Sendung folgen wir uns jetzt auch auf und Twitter. Und hast du schon Lieblingstweet von Sonja? Nee, ich fand das total spannend, was sie zur Drogenpolitik geschrieben hat, weil ich fand eben, wie Sonja auch vorhin gesagt hat, das ist so ein Thema, was in der Politik so unheimlich emotional und irrational vor allem auch diskutiert wird. Und das hat mir total gefallen, dass sich auch eine Journalistin mit diesem, man also hat oft das Gefühl, so Nischenthema beschäftigt und da so nah dran ist, und das hat mir richtig gut gefallen. Sonja, hast du dir der Twitter-Account von Agnieszka gestalkt? Ich wollte gerade sagen, ich kann mir gerade vorhin sagen. Ja, aber ich habe mir natürlich auch den Twitter-Account angeguckt, genau. Und fand das, hab mich halt so wiedererkannt in diesem Tweet, wo es hieß, wenn an einem durchgetakteten Tag eine kurze Stelle frei wird, fühlt sich das so gut an oder so ähnlich war es. Genau, ne? Und ich dachte so, mein Tweet heute. Ich war kurz davor, zurück zu tweeten, ich beneide dich so sehr. Ja, genau. Das ist ja diese digitale andere Welt, die ist inzwischen quasi zum wichtigen Bestandteil auch der Öffentlichkeit geworden. Also wie wichtig sind Tweets für euch beide? Oder über Twitter und Social Media mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren? Oder sich auf Talkshows vorzubereiten? Also ich habe das Gefühl, man erreicht da auch andere Menschen als jetzt mit diesem sozusagen gängigen Infostand auf dem Marktplatz, wo vielleicht auch gerade junge Menschen einen großen Bogen drum machen, wenn da so die Parteien stehen zur Wahl und ihre Programme verteilen. Und das ist etwas, wo man sehr schnell auch sehr Direktes und auch sehr Ehrliches, manchmal auch ziemlich direktes Feedback bekommt. Aber das ist schön, dass man da in so einen Dialog und Austausch eintreten kann mit Menschen, mit denen man sonst wahrscheinlich wenig zu tun hätte. Sondern ihr habt die Christiane F. Facebook-Seite auch. Das ist ja auch genau wie dein Buch durch die Decke geknallt. Und wahrscheinlich auch an irgendeinem Punkt nicht mehr ganz so einfach, mit all dem umzugehen, was da so kommt an Geschichten. Nee, also es ist schwierig, das zu lösen, weil wir haben ja auch Leser aus der ganzen Welt, also auch Spanisch sprechende Franzosen, Italiener und so weiter, die nicht alle Google Translator benutzen, um zu schreiben, aber auch davon mal abgesehen, sind es in der Regel Nachrichten, die anfangen mit ich habe deinen Film gesehen, als ich so und so alt war, und dann habe ich auch Drogen genommen. Und dann kommt ewig lang Missbrauchsfälle, Drogenabhängigkeit, Gefängnis, Kinder verloren, ganz schlimme Geschichten. Und ich habe mich am Anfang wirklich gewundert, was da passieren muss, dass jemand sich, ohne dass er weiß, wen diese Nachricht erreicht, konkret all das von sich preisgibt. Das fand ich schon phänomenal. Und wir haben uns halt darauf geeinigt, wir können nicht alle retten. Das haben wir tatsächlich am Anfang versucht, aber das geht natürlich nicht. Und wir bedanken uns immer für das Vertrauen, und wir versuchen dann zu vermitteln, damit Leute woanders vielleicht Hilfe finden können. Ich finde es auch immer irre, also habe ich in den letzten Wochen auch selber gesehen, wie viele Leute auf Facebook dann mit ihrem Klarnamen unglaubliche Geschichten erzählen. Sei es positiv oder negativ, aber irgendwie dich beschimpfen, beleidigen oder gleichzeitig ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, so als wärst du ihr bester Freund oder ihre beste Freundin. Geht dir das auch so, dass Leute sich an dich wenden, ohne dich zu kennen, und ihr ganzes Leben gleich dir offenbaren, wie Sonja passiert ist? Also das eher weniger, aber was ich manchmal so einen Eindruck habe, dass man halt als Politikerin, also jeder hat so das Gefühl, sowohl im Positiven wie im Negativen, sozusagen, ich kann dir alles sagen. Ja, wo man so denkt, wenn man jemanden kennenlernt, eben zum Beispiel in so einem Kneipenabend, da ist man ja erstmal zurückhaltend, aber so, da ist es völlig ungefiltert. Also man kriegt sozusagen richtige Fanpost und man kriegt so die übelsten Beschimpfungen. Und da wundert mich immer so, dass da irgendwie so der respektvolle Umgang oder so die Distanz, die man ja auch aus guten Gründen am Anfang zueinander hat, da manchmal verloren geht. Also kennst du das auch, dass so diese Distanzlosigkeit, also auch in den sozialen Medien?
Ich finde es gerade ein spannendes Thema, weil ich mich, ein guter Bekannter machte auch ein Debattenportal und hat zum Beispiel einen TED-Talk. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Das TED ist so eine Plattform Technology, Entertainment and Design, mhm. wo halt Menschen, die irgendeine Innovation oder eine neue Idee haben, die tragen die halt vor in einem höchstens 11-Minuten-Talk. Und er hat halt erklärt, er ist selbst in der arabischen Welt unterwegs, dieses Debattenportal baut auch in der arabischen Welt auf und hat dort dann erklärt, warum eigentlich das Internet und besonders Social Media eigentlich Demokratie konkret verhindert. Und der hat zum Beispiel die Erfahrung erstmal in der arabischen Welt gemacht, wo am Anfang der arabische Frühling ja durch die Social Media sozusagen auch erstmal in Gang gekommen ist. Jetzt ist passiert, dass die einzelnen Fronten sich halt in ihren Gruppen zurückziehen und jetzt sind ja auch diese, diese Algorithmen so gepolt, dass sie einem nur noch Informationen da bieten, die zu einem passen, Leute vorschlagen, die ähnlich gesinnt sind und sozusagen. Das heißt, dieser Austausch von Argumenten und von anderen Personen sozusagen findet halt gar nicht mehr statt. Und um nochmal auf die Distanzlosigkeit zurückzukommen, Demokratie wird auch insofern verhindert, als dass man die Erfahrung macht, dass halt, man nennt diese ganz krassen Kommentatoren, nennt man ja Trolls. Und aber überhaupt in diesen ganzen Diskussionen unter Threads und so herrscht ein Klima, dass es vielen Menschen fast unmöglich macht, sich noch ehrlich zu äußern, weil sie halt Angst haben, angefeindet zu werden, diskriminiert, dass halt ein sogenannter Shitstorm ausbricht und dass halt Meinungsäußerung plötzlich kein selbstverständliches Gut mehr ist, sozusagen. Und deswegen finde ich das auch ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Also darüber das ist ja der Gedanke, dass es sozusagen ins Gegenteil umgekippt ist. Es heißt ja irgendwann mal, ich glaube 99, gab es das Clue Train Manifest, sozusagen gilt auch so als die Internetbibel, die damals irgendwie aufgestellt worden ist. Und da ist gleich einer der ersten Sätze, Märkte sind Gespräche. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es gerade auf den sozialen Medien inzwischen so ist, dass da kein Gespräch mehr stattfindet, sondern monologisiert wird. Jeder haut raus, was er immer schon mal sagen wollte. Die Leute hören sich nicht mehr zu, sprechen auch nicht miteinander, sondern in diesen Kommentaren wird einfach nur noch irgendwie gerotzt, geschimpft oder gelästert oder eben auch so unglaublich persönlich beleidigt auch. Agnieszka schweigt und guckt zu Boden. Dir geht das nicht so. Nee, doch, mir geht es so. Mir geht es auch so, dass ich total lustig bei anderen Kollegen, wenn die so völlig ohne Sinn und Zweck einfach nur angestresst, beleidigt und getrollt werden, immer so denke, hey, was für ein Idiot. Mhm. Aber immer, wenn mir das passiert, nehme ich mir das total zu Herzen. Und es geht mir irgendwie total nah. Und ich versuche immer dann so drüber nachzudenken, warum macht ihr das jetzt? Und ich habe das wirklich erlebt. In einer Woche, für die gleiche Äußerung fast, wurde ich auf Facebook als rechte Kriegstreiberin bezeichnet, die nur den Posten von Frau von der Leyen wird. Und irgendwie zwei Tage später als linksradikale Hetzerin. Mhm. Und in dem Moment ist mir dann wirklich dann nochmal so richtig bewusst geworden, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Weil es kann einfach nicht wahr sein, dass ich Kriegstreiberin und linksradikale Hetzerin zugleich in einer Person bin. Dann habe ich gemerkt, offensichtlich beschäftigen sich die Leute nicht wirklich damit, was ich als Politikerin sage, sondern die haben irgendwie ihr Bild und die wollen auch gar nicht in den Dialog treten, ob das eigentlich stimmt oder nicht. Geht ihr ähnlich? Ja, ich muss allerdings sagen, toi toi toi, ich habe dann ziemlich dickes Fell, was das angeht. Also auch mit dem Buch. Es ist halt so, dass es fängt schon damit an, dass Leute nicht das Buch bewerten, sondern die Person Christiane. Und das dann halt irgendwie als Amazon-Kritik zum Beispiel online stellen oder so. Und als Journalistin habe ich das natürlich auch ganz oft, dass irgendwie die Kommentare unter den Artikeln nicht nur erfreulich sind. Ich habe da ein ganz dickes Fell, wie gesagt. Ich finde das aber, also ich finde das gesamtgesellschaftlich echt bedenklich, was da zum Teil passiert. Ich habe im Moment so ein bisschen so eine Vorliebe für diesen Begriff der identifikationsstiftenden Abgrenzung vom Anderen. Boah, Alter. Ja, und Sonja Wuppowitz hat noch Wasser getrunken. Aber wo ist eigentlich mein Getränk? Ja, was möchtest du denn? Noch ein bisschen Drogen oder auch Wasser? Noch hier Schwarzwald oder wieder polnisches Bier? Nein, jetzt würde ich das Tannenzäpfle trinken. Das Tannenzäpfle. Siehst du, guck mal. Einer, der mich mit den Drogen unterstützt. Ja, du plädierst für die Legalisierung und trinkst nur Wasser. Prost. Agnieszka. Trotzdem stoßen. Ja, genau. Wie geht ihr eigentlich damit um auf Facebook oder anderen sozialen Medien mit den Kommentaren? Also sagt ihr, das ist eine offene Plattform, da kann jeder hetzen und beleidigen, wie er will, oder zieht ihr da irgendwo eine persönliche Grenze, wo ihr sagt, das lösche ich oder da mache ich nicht mehr mit, wenn jemand so beleidigend wird? Du also, hast das Bier, fang an. Also wenn es wirklich total beleidigend wird und man merkt, da ist auch eine Person, die hat gar kein Interesse an der Auseinandersetzung, dann lösche ich auch im Notfall und kriege auch viel Zuspruch dafür, weil eben diese Leute, und das finde ich auch so ein bisschen schade, dass sich eben viele, die eigentlich gerne in Austausch treten wollen,
dann auch zurückziehen, weil sie sagen, diese Kultur gefällt mir nicht. Mhm. Ich habe eben, so wie du gerade gesagt hast, keinen Bock, mich dann da in diese Diskussion zu begeben. Und dann überlässt man denen natürlich das Feld. Und man erlebt es auch auf Mailinglisten oder Leute, die mal ewige Monologe schreiben. Und ich finde es immer ganz wichtig, auch zum Beispiel innerhalb einer Partei, wenn man die Kommunikation organisiert, dass man da auch dann interveniert, so nervig das auch ist, so anstrengend das oft ist, um eben diese Debattenräume auch zu schaffen und die eigentlich positiven Aspekte der Vernetzung, des Austauschs und von Dialog dann auch wieder herzustellen und die Leute dann auch in die Schranken zu weisen, denen auch klarzumachen, also nur weil man jetzt im Internet ist, heißt das nicht, dass es gar keine Manieren mehr gibt. Wie geht ihr denn persönlich mit dem Facebook, sozialen Medien, Twitter und sonstigen Konsum so? Ne? Das ist ja die berühmte Bewegung, ist ja heutzutage überall. Ne? So. Jetzt zeige ich nicht die Marke. Seid ihr beide süchtig? Also nur auf soziale Medien bezogen? Ihr twittert beide, come on. Ihr twittert, ihr macht Twitter, ihr macht Facebook, ihr macht soziale Medien. Ich habe euch beide gestalkt. Wie oft seid ihr online? Permanent. Also das wird auch erwartet von einer Politikerin und manchmal, wenn ich mich mit Kollegen und Kolleginnen unterhalte, die das schon viel länger machen, finde ich das auch echt bedenklich. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so, wo es noch kein E-Mails gab und irgendwie Pressemitteilungen gefaxt wurden. Ohne Smartphone. Nee, aber es wird auch erwartet. Ja. Also es wird auch erwartet, der Journalist ruft eben an, ja, und der will zu dem Thema in einer halben Stunde ein Statement haben und man muss das parat haben, es geht gleich online. Man muss sich schnell die Informationen beschaffen und ich schaffe es kaum, das Handy wegzulegen, sondern ich habe immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Und ich glaube, da muss man auch sein eigenes Verhalten kritisch reflektieren und doch sich mal überwinden und es ausmachen. Ihr Grünen habt euch gerade sehr viel mit Freiheit, dem Freiheitsbegriff beschäftigt. Müsstet ihr nicht eigentlich nach dem Veggie Day für die Abschaffung des Smartphones plädieren, wenn es um Freiheit ginge? Nein, im Ernst. Also wie sehr schränkt es deine Freiheit ein, dieses Teil? Nee, ich finde es eigentlich schon ziemlich cool, so schnell an so viele Informationen zu kommen und eben auch mit Leuten in den Austausch zu treten. Ich glaube aber, dass es auch in dem Job ganz wichtig ist, auch mal einen Schritt zurückzutreten, ein bisschen langsamer zu machen, sich selber zu reflektieren, was das mit einem selbst auch macht. Und da ist es, glaube ich, doch vielleicht ganz gut, das Handy wegzulegen. Wie oft schaffst du das am Tag? Für wie viele Stunden oder Minuten? Hand aufs Herz. Ja, ich sag ja, ich bin ja nicht so gut darin, ich sollte. Sonja, behandelt ihr bei der Christiane F. Stiftung demnächst auch Smartphone-Sucht? Also es ist tatsächlich so, dass wir erstmal auch per se alle Süchte behandeln, weil wir von Ursachen reden. Und wie ich ja schon sagte, Sucht ist nicht unbedingt rauschmittelabhängig, sondern Sucht hat ganz tieferliegende neurologische, biologische, psychologische Ursachen und von daher ja, kann Smartphone, Internetsucht. Also ich kann mich an euch wenden. Ja, genau. Gleich zur Zigarette, wenn wir schon bei Sucht bin, dann richtig, ne? Genau. Aber bei dir selber, also online bist du auch relativ häufig, ne? Ja, weil natürlich mein Job dort stattfindet, aber ich bin tatsächlich ziemlich konsequent daran zu sagen, und jetzt weg und aus. Und wobei ich immer noch, also zum Beispiel jetzt viel mehr im Internet bin als jetzt irgendwie mein Vater oder so. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass ich auch, also ich kriege so viele E-Mails, dass ich halt bewusst auch E-Mails liegen lasse, obwohl ich weiß, sie sind von dem Absender sehr dringlich gesandt, weil ich kollabieren würde, wenn ich all diesen Wünschen nachkommen würde sozusagen. Aber ich schreibe eigentlich immer in der Regel eine Mail und sage so, Moment, das dauert ein paar Tage oder irgendwie sowas. Und wie viel Wut und Unverständnis einem entgegenschlägt zum Teil. Weil man nicht sofort antwortet. Weil man sagt, es ist ganz, ganz unfassbar dringlich. So, und man merkt, die Sache ist nicht dringlich, sondern das Feedback, das jemand haben möchte, ist dringlich. Also dieses Bedürfnis nach Feedback ist dringlich. Und da versuche ich mich von abzugrenzen, das ist auch schwierig. Wie wichtig bei dir Sucht, klar, das ist ein Thema, mit dem du dich jetzt professionell beschäftigst, aber ist sowas irgendwie Sucht ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Man kann ja auch sagen, positive Sucht, etwas zu machen beispielsweise, für eine Sache zu brennen, ne? Also irgendwie sehr viel zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, ihr beide in den letzten Wochen und Monaten nicht allzu viel geschlafen und sehr, sehr viel gearbeitet. Ihr seht toll aus, ja, aber ich hab recherchiert natürlich. Ich habe recherchiert. Auf Twitter. Ja, auch auf Twitter. Ich habe euch gestalkt und genau gesehen, ihr seid immer online. Nee, aber für deine Stiftung hast du relativ viel gearbeitet und du auch. Gibt es den Punkt, wo ihr sagt, also, das ist doch totaler Wahnsinn oder ich bin süchtig, eigentlich so Workaholic-mäßig? Würdest du das für dich sagen?
Also ich glaube, ich kann es nicht bestreiten, wenn ich mir irgendwie anschaue im letzten Monat. Wir hatten so viele Sitzungswochen im Bundestag, dann hatte ich Wahlkreiswoche, dann hatten wir noch zwei Parteitage. Und ich glaube, so unterm Strich hatte ich einen Sonntag frei in den letzten 4 Wochen. Aber ich merke auch immer wieder, also mir gibt es auch so viel zurück. Und ich, was gibt dir das? Also ich die Wochenenden auf irgendwie Parteitagen mit labberigen Brötchen und schlechtem Filterkaffee ohne deine... Ohne Tageslicht. Ohne, wir tagen immer in Hallen ohne Tageslicht. Ja, das ist ganz schrecklich. Mit Streits ist es bei den Grünen ja auch so. Du siehst deinen Mann nicht. Was gibt dir das? Wenn du, also du hast gesagt, einen freien Sonntag in den letzten 4 Wochen. Das heißt, irgendwie 30 Tage hast du irgendwie in tageslichtfreien Räumen mit schlechtem Filterkaffee. Nein, also es gab schon noch ein bisschen Tageslicht, okay, nur an den Parteitagen. Das waren 2 Wochenenden. Aber... für mich, ich muss auch sagen, ich meine, Abgeordnete werden richtig gut bezahlt in diesem Land, aber ich könnte für kein Geld der Welt so viel arbeiten, wenn ich nicht zwei Punkte hätte, die ich positiv beantworten kann. Das eine ist, und das ist der unwesentlichere Punkt für mich, macht mir das persönlich Spaß und Freude. Also ne, bin ich damit voll im Herzen dabei, finde ich da für mich persönlich einen Sinn drin. Und das zweite, das für mich wirklich ganz wesentlich ist, wo mich auch dann, als ich 2009 so überraschend im Bundestag gekommen bin, alle gefragt haben, Frau Bucher, wie lange wollen Sie bleiben? Wollen Sie Bundeskanzlerin werden? Die Frage ist mir heute auch begegnet. da wo ich gesagt habe, wow, erstmal stopp, ich muss erstmal für mich feststellen, ob ich hier wirklich was bewegen und verändern kann. Und klar ist es auch mühsam und klar gibt es auch frustrierende Tage, aber im Großen und Ganzen komme ich unterm Strich immer noch zu dem Fazit, ja, man kann hier was anstoßen, wenn man da mit Herzblut und Druck und Leidenschaft dahinter ist. Und deshalb macht mir die Arbeit auch Spaß. Ich habe früher Politik als Hobby gemacht, jetzt ist es mein Beruf, das ist doch eigentlich was total Schönes. Wunderbar, ihr seid ja also euch einiges, nicht nur das Twitter-Account, auch dass ihr beide in den Job, den ihr jetzt gerade macht, mehr oder weniger reingestolpert seid. Du hast um 4 Uhr nachts erfahren, dass du im Bundestag sitzt. Du hast eine Visitenkarte in den Briefkasten von Christiane F. Geworfen, ohne zu wissen, ohne zu ahnen, was das für Folgen für euch haben konnte. Also seid ihr sozusagen in eure jeweilige Sucht reingestolpert. Irgendwie, ihr könnt gar nichts dafür, es sind die anderen schuld. Habt ihr es jemals bereut, Sonja, das Ganze gemacht zu haben? Oder sagst du, das ist irgendwie eigentlich... So ein Moment in meinem Leben gewesen, den möchte ich nicht missen und der war sehr wichtig und richtig. Das ist ja nicht nur ein Moment, das ist ja eine ganze Wendung in meinem Leben sozusagen. Und also ich kann immer nur sagen, ich liebe mit jeder Faser meines Körpers, was ich tue. Also deswegen kann ich auch ein Pensum von locker 100 Stunden die Woche mindestens irgendwie auch echt immer eine Weile aushalten. Auch nicht für immer. Aber... also da ist überhaupt gar keine Reue. Ich muss halt, manchmal kommen die Punkte, wo ich sage, ich brauche mehr Struktur, ich muss nochmal anders und neu denken, aber ich glaube, das ist was völlig Selbstverständliches. Aber was ich vielleicht auch nochmal sagen will, ist, wenn ich mir zum Beispiel auch unsere Branche angucke, die ganzen Nachwuchsjournalisten, die werden jetzt auch zum Beispiel teilweise mit Wochenverträgen oder Monatsverträgen eingestellt oder ähnliches. Und überhaupt die Arbeitswelt ist, das ist ja schon auch rauf und runter besprochen worden, so unsicher geworden, dass, glaube ich, Arbeitssucht auch jetzt nicht mehr irgendwie was Zufälliges unbedingt ist. Ne? Bist du arbeitssüchtig? Ich würde mich nicht als arbeitssüchtig bezeichnen, das nicht. Aber weil du eben davon selber gesprochen hattest. Aus der Bedürftigkeit heraus ja auch eine gewisse Art von Sicherheit zu empfinden. Ich glaube, das ist ein ganz starker Antrieb für einen Menschen, sich sicher zu fühlen. Also dass man da halt irgendwie viel krassere Pensen abackert, als irgendwie das vor 20 Jahren noch irgendwie der Fall war, glaube ich, ist... auch ein bisschen, aber nicht nur der Zeit geschuldet. Es wäre, du hast gerade von Antrieb gesprochen, wäre meine nächste Frage an euch beide gewesen. Was treibt euch an? Was mich persönlich antreibt? Oh Gott, da könnte ich ewig drauf. Das Wasser kann es nicht sein, das ist wieder leer. Haben wir noch ein Wasser für Sonja oder jetzt doch ein bisschen Droge? Nein, ich bin erstmal okay, danke. Okay. Also mich persönlich treibt halt an, tatsächlich auch das Gefühl, was verändern zu können und was bewegen zu können. Also wenn ich halt Momente habe, in denen Menschen auf mich zukommen und sagen, ey, ich hatte gerade Tränen in den Augen oder es hat mich so berührt, dass ich irgendwie das und das in meinem Leben in Angriff genommen habe oder so. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt Menschen ändern will, sondern es geht darum, dass ich glaube, wenn man einen klugen und schönen Weg findet, Dinge anzusprechen, die, glaube ich, uns alle betreffen sollten und die wirklich bedeutend sind, dass man das auch kann. Und das darf ich immer wieder erleben mit viel Dankbarkeit und das finde ich schön, das treibt mich an. Wofür kämpfst du, Agnieszka? Gegen Ungerechtigkeit und für mehr Frieden und Sicherheit. Das klingt immer so abstrakt und klar kann man sich jetzt fragen, was kann denn schon eine einzelne Abgeordnete in der Opposition dazu beitragen? Aber ich habe eben doch immer wieder das Gefühl,
wenn man hartnäckig ist, wenn man dranbleibt, wenn man eben Leute zum Nachdenken anregen kann, wenn man nicht aufgibt, dann kann man vielleicht doch dafür sorgen, dass an der einen oder anderen kleinen Ecke die Welt ein kleines bisschen besser wird. Und das ist einfach für mich ein schönes Gefühl. Und ich stelle halt immer wieder fest, es wird immer behauptet, die jungen Menschen sind so unpolitisch. Das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, sie sind sehr enttäuscht davon, wie Politik funktioniert. Und sie haben so viele Sorgen, Ängste, Wünsche und auch Ideen, ja, die so mal, die stellen Fragen. Ich finde es immer so spannend, mit Schulklassen zu diskutieren über Sachen, die wir alle in der Politik so selbstverständlich finden. Und wollen irgendwie was anders haben und denken dann so, was kann ich denn schon alleine erreichen? Und ich glaube, man kann schon auch immer gemeinsam natürlich im Team schon dazu beitragen, dass sich vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle was in eine positive Richtung bewegt. Du siehst das ähnlich, du hast gerade Ja. Also ich finde das super schade, dass also ich finde wirklich so, dieses politische Engagement wird systematisch vernichtet, ja, weil einfach Politik einfach nicht attraktiv für junge Menschen gestaltet wird. Und ich kann das jetzt wieder auch nur aus meinem Bereich, aber auch bei der Aufklärung bezüglich Sucht und Drogen, das sind Kampagnen, auch Präventionskampagnen, die laufen komplett an den Bedürfnissen von jungen Menschen vorbei, aber komplett. Und da frage ich mich, warum tut man sowas? Warum gibt man so viel Geld? Und dann frage ich mich oft, will man eigentlich wirklich was erreichen? Will man wirklich eine Änderung? Also oft sieht es mir nicht danach aus. Und ich glaube auch, dass viele, man sieht das ja, jeder hat heutzutage einen Blog. Ja, oder was heißt jeder, aber viele Menschen haben einen Blog, viele eben tweeten oder beteiligen sich an Diskussionen. Also das Bedürfnis teilzuhaben, seine Meinung zu äußern, ist ja da. Ja, so, aber offenbar schaffen es halt diese Social Media besser als die Politik und das finde ich schade und da kann man, glaube ich, noch ganz viel besser machen. So. Wie schwierig ist es für euch beide eigentlich als Frauen in dem jeweiligen Job zu sein? Also gut aussehend, jung, erfolgreich, kriegt ihr noch oft so Macho-Sprüche zu hören, in der Politik besonders wahrscheinlich im Verteidigungsausschuss, aber auch dir, Sonja, ist es so oder hat sich das inzwischen total ausgegendert und ist alles cool, völlig egal, welches Geschlecht du hast und auch völlig egal, welche eigene Erwartung du an deinen eigenen Job hast? Also ich war irgendwie in meinem Leben total oft, sowohl im privaten als auch im politischen Zusammenhängen, irgendwie die einzige Frau oder eine von wenigen Frauen in Männerrunden. Das hat irgendwie auch meine Erfahrung geprägt und ich habe da so eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Also man hört immer wieder Sprüche, wo man weiß, da kann man sich jetzt auch empören, da kann man auch beleidigt sein. Also zum Beispiel weiß ich, dass ein ziemlich renommierter Professor im Bereich der eben Sicherheitsforschung zum Beispiel mal gesagt hat, ja, das Mädel im Ausschuss, das stellt immer die besten Fragen. So, jetzt kann ich natürlich irgendwie beleidigt sein über das Mädel oder kann das andere hören. Und ich finde, man kann oft auch, und es gibt mir auch ein besseres Gefühl, als sich zu empören, da mit einem souveränen Augenzwinkern darauf reagieren. Oder wenn jemand mein Aussehen kommentiert, dann sage ich so, ja, aber ihre Krawatte heute, ne, also da hatten sie gestern eine bessere an. Und dann müssen die immer lachen und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das finde ich halt, also es begegnet einem immer wieder, gerade mein Aussehen ist hoch umstritten. Es gibt die Welt, die sagt, ich sei die schrillste Politikerin Deutschlands. Es gab Fokus, der gesagt hat, ich sei Vampires. Sie hat für die Welt gearbeitet. Ich habe damit nichts zu tun. Sie hat mal geboxt, jetzt direkt. Nein, ich muss sagen, ich bin total begeistert von Sonja und ich habe ja viel mit Journalistinnen und Journalisten zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass die sich von Sonja manchmal so eine Scheibe mehr abschneiden. Ich finde das eben dieses Abgeklärte, ich bin angeblich neutral und berichte über die Fakten. Das ist so eine Illusion, die sich viele machen und ich finde es toll, wenn jemand transparent macht, was die Position ist, wofür man streitet und aus welchen Gründen und mit so einer Offenheit den Menschen begegnet. Das fände ich schön. Ich glaube, das würde den Medien und dem Journalismus in diesem Land gut tun. Letzte Frage von mir, weil es ist gerade so schön mit euch beiden, da störe ich ja als Mann, ja, lasst euch beide alleine. Ich habe mal irgendwo gehört von einem Professor in Singapur, der war auch Journalistikprofessor und ich habe ihn gefragt, warum machst du das in einem Land, in dem wirklich es weder Pressefreiheit gibt noch Menschenrechte in vielerlei Hinsicht und er hat gesagt, ja, die Frage, die ihn umtreibt ist, was werden die Dinge sein, die seine Enkel ihm nicht verzeihen werden? Was ist eure Frage für die Zukunft? Warum macht er diesen Job? Wow, das ist eine sehr komplexe Frage, finde ich. Den Job, den ich mache? Ja, oder das, was du tust. Was werden die Dinge sein oder was denkst du, was man heute ändern müsste, was in 30, 40 Jahren deine noch auf die Welt zu kommenden Kinder sagen würden? Sonja, warum hast du damals dich dafür eingesetzt? Was sind die Dinge, die dich antreiben? Also ich persönlich bin ja Verfechterin von sehr humanistischen Ansichten, die
sagen, Menschen dürfen nicht nur aufgrund von Leistungsprinzipien bewertet werden, weil ich glaube, man richtet wirklich Schaden an in Seelen und in Biografien, weil wir sehr schnell mit Werten sind, die angeblich zum Beispiel gesundheitspolitische sind, aber de facto eher ökonomische, oder weil wir halt einfach, weil wir oft nicht tolerant genug sein können und das nicht sehen, dass das mit eigenen Ängsten zu tun hat und nicht unbedingt was mit der Andersartigkeit des anderen. Und ich finde, das ist so ein Bereich, wo man noch ganz viel, wo sich gerade ganz viel in eine negative Richtung auch entwickelt und wo man ganz viel drüber reden muss. Agnieszka, was sind die Dinge, für die du in den Krieg ziehen würdest und sei es ein pazifistischer Krieg? Nein, ich finde diese Frage, also das ist auch das, was mich umtreibt und das ist auch der Grund, der mich zu den Grünen gebracht hat, wirklich dieser Oldschool-Spruch. Und der für mich aber trotzdem noch cool und aktuell ist. Wir haben diese Welt halt von unseren Kindern nur geborgt. So. Und ich finde, wir haben auch echt eine Verantwortung, denen halt irgendwas Brauchbares zu hinterlassen. Und dann muss man eben über die Klimakatastrophe reden. Und jetzt nehme ich mal einfach ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Arbeitsfeld. Ja? Eben die Atomwaffen. Ja? Also die Menschheit hat unheimlich viel Geld ausgegeben, um so viele Waffen zu produzieren, die diese Welt mehrfach zerstören. Und wenn ich jetzt den Abzug der deutschen Atomwaffen fordere und von der Vision einer Atomwaffen freien Welt rede, dann gucken mich eben viele ältere Herren bei der NATO, bei der Bundeswehr so an, so, ja, die junge, naive Frau Brugger. Und ich denke mir manchmal so, und haben dann auch ganz viele so strategisch-taktische Argumente, warum das jetzt total unrealistisch ist, dass das jetzt bald kommt. Und ich frage mich manchmal so, ich trete so einen Schritt zurück, wie soll ich eigentlich meinen Kindern das erklären, dass das angeblich rational war, dass wir diese Waffen haben, dass wir auch so ein Zeitfenster hatten mit zum Beispiel Obamas Bekräftigung einer solchen Vision ohne Atomwaffen, dass wir das nicht genutzt haben und was daran rational sein soll, dass wir diese Waffen produziert haben. Und mir fällt einfach kein guter Grund ein und deshalb glaube ich schon, dass wir da alle gesamt eine Verantwortung haben, zu gucken, was hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern und Enkelkindern. Und das ist das, was mich echt umtreibt und was mich eben auch gerade wegen dieser Öko- und Umweltthemen auch dann zu den Grünen getrieben hat, auch wenn es da nicht immer so einfach ist. Agnieszka Brugger, Sonja Vukovic, zwei Frauen mit so viel Power. Um die Welt kann es nicht so schlecht bestellt sein, auch nicht hier im Club der politischen Versager. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei unserem Publikum. Phoenix à la carte. Vielen Dank. Und jetzt Krieg, Kriegen, Drogen, konsumiert doch, was immer ihr wollt. Schönen Abend noch. Thank you.